Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Layers of Fear. Wir sind in diesem Raum hier angekommen und ich glaube, es gibt keinen... Doch, meine Katze dreht im... War sie da gerade vor dem Fenster? Ich kann auch das Licht nicht mehr anmachen, es ist quasi... kaputt. Und ich habe jetzt komplett vergessen, wie ich die Folge gerade angefangen habe. Was habe ich gerade gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Layers of Fear. Das war mega dumm von mir, oder? Wieso ging die Lampe nicht mehr an? Komme ich hier gar nicht rum? Ich sehe absolut nichts. Es ist zappenduster. Ich kann hier... Hier ist das Fenster. Okay. Also, falls ihr nur Schwärze seht, ich sehe das Gleiche. Okay, die Figur, das Bild falsch rum. Das kann ich nicht aufmachen. Kann ich... Ne, hier ist ein Sessel, glaube ich. Wir gehen mal in den nächsten Raum, wo hoffentlich... mehr Licht ist, wollte ich sagen. Okay. Das ist das gleiche Zimmer, bloß dieses Mal mit Licht und sowas allem. Ich bin gerade sehr verwirrt von dem, was hier passiert. Aber schauen wir uns doch jetzt mal ordentlich hier um. Irgendjemand von den Entwicklern hat diesen Schrank falsch rum hingestellt, sodass wir das Modell nicht öffnen können dieses Mal. Ein Mantel, den wir nicht befingern können. Und Zeug, das wir nicht öffnen. Warum können wir hier überhaupt nichts öffnen? Ah. Okay, aber unbedeutender Kram. Hier ebenso. Kann ich die anmachen? Gut, glaube ich. Ich höre Flüsterei von hinter mir. Irgendwas liegt dort rum, vielleicht auf dem Kamin oder so. Hier unten ist zumindest nichts drin. Ah, die, das hier, ne? It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Okay. So empfindet er den Verlust seiner Muse, seiner Kreativität, wie auch immer man das nennen mag. Ein Lilliputaner. Und ist irgendwas an dir? Nein. Soll uns der Ersatz des Gemäldes oder... die Übertünchung dieses Gemäldes von der Gruselfrau zeigen, dass das eigentlich unsere echte Dame ist. Oh, neues Stockwerk mal wieder. Das ist mal was anderes. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwelche Zettel hängen lassen oder so? Nein, alles gut. Wow, ist das Blut oder so? So. Natürlich in die Richtung, wo das Blut ist. Wir warten mal wieder ab, ob wir irgendwas auf den anderen Stockwerken sehen können. Dort stand, glaube ich, was auf dem Boden. Was? Da zuckt sie. Seht ihr sie? Da. Wow. Sollen wir hinschauen? Ist sie noch da? Oh, ja, ist sie. Okay. Was? Was zur Hölle? Sind wir noch im Fahrstuhl drin?
Kommt der runtergefallen? Oh Gott, muss ich mich beeilen? Okay, was auch immer, nicht bei dieser Tür. Der Rollstuhl unserer Frau. Oder nicht Rollstuhl, das ist der Schaukelstuhl. Das ist auch nicht der Fahrstuhl, das ist das Zimmer. Das ist ein Tisch mit einem Sessel und einem Schrank und so. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Hier. Ein Stuhl von unserer Tochter vermutlich. Ja. Wir haben da was ins Gesicht bekommen. Ein komplettes Zimmer. Schrank kann ich nicht öffnen. Das ist gerade so mega komisch, was hier alles passiert. Ich kann das gar nicht richtig deuten. Ist hier? Nein, da ist nichts. Den kriege ich nicht auf. Das hängt auch. Ich nehme mal an, dass hier auch nichts drin ist. Nein. Und hier in der Uhr auch nichts. Ich muss übrigens mal, während wir das alles hier angucken. Was? Ich glaube, in dem Raum waren wir übrigens schon mal und da stand diese Kiste dort und dort war der Maulkorb vom Hund drin. Vielleicht ist das aber auch einfach nur ein sehr ähnliches Raummodell, das kann natürlich auch sein. Ich wollte eine außergewöhnliche Ankündigung machen. Ist jetzt nicht unbedingt eine positive, zumindest nicht für mich. Also doch, doch, für mich ist sie positiv. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, dass es was Negatives ist. Das wollte ich gar nicht damit sagen, sondern eventuell, es kommt ein bisschen darauf an, wie ich es zeitlich hinbekomme, eventuell werden am Wochenende die Layers of 4 Folgen ausfallen oder insgesamt die Let's Play Folgen, weil ich zwar da bin, aber ich habe quasi einen Termin, was bedeutet, dass ich eventuell keine Zeit haben werde oder mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit keine Zeit haben werde, irgendwas anderes nebenbei zu tun und auch nicht aufzunehmen und sowas. Die Uhr? Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Okay. Irgendwas passiert doch noch. Wir können doch nicht jetzt einfach wieder rausgehen. Oder vielleicht doch. Ich erinnere mich. Das ist der Flur, in dem wir schon waren. Und dort vorne ist die Tür, wo sie durchweint. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Wahrscheinlich wirklich das Gemälde. Der Arne hat ja schon den Tipp gegeben, da hab ich... Ach, sehe, das sind nur die normalen Linien. Da habe ich in einer der letzten Folgen schon kurz was dazu gesagt gehabt. Der Geist unserer Tochter noch, der hier ist. Aber der Rest, weil sie quasi den Flur, ich sag mal, recycelt haben, ist das alles noch wie vorher. Nur vermute ich jetzt, dass hier irgendwas an der Tür dieses Mal ist. Also bitte, ich spreche das mal kurz hier aus an der Stelle. Bitte seid mir nicht böse, wenn die Folgen am Wochenende ausfallen. Es ist ja noch nie wirklich passiert, dass Folgen komplett ausgefallen sind. Jetzt werden manche sagen, doch, du hast es manchmal mitten in der Nacht erst hochgeladen. Um 2, 4, 6 Uhr früh oder sowas. Ja, aber dann kamen 2 Folgen, sodass rein theoretisch keine andere Folge ausgefallen ist. Und das ist quasi jetzt das erste Mal, dass ich das ein bisschen zurückfahren muss. Freundlich, sie macht uns die Tür auf. Danach gibt es aber wieder ganz normal und regulär Folgen. Versprochen.
nur dieses eine Wochenende. Gehen wir rein? Ich nehme an, dass wir einen Jumpscare kriegen, wenn wir reingehen. Ich tue es trotzdem. Okay. Sollen wir es wieder tun? Ich bin dafür. Okay, wie vermutet. Deswegen habe ich mich da jetzt auch nicht wirklich erschreckt. Und wir sind in einer neuen Räumlichkeit oder ist das nur so ein Übergangsraum? Ist das das Zimmer, in dem sie gerade drin waren? Nee, ne? Ja, das sieht anders aus, würde ich behaupten. Okay. Haben wir damit gerade einen Weg gewählt, dass wir zu ihr gegangen sind und nicht die Tür geschlossen haben? Wisst ihr, was ich meine? Wir hätten ja auch rein theoretisch geradeaus einfach weiterlaufen können. Unser Arbeitszimmer. Falls sich hier irgendwas geändert hat, wir haben zwar hier schon alles durchgeschaut, aber... Komm her. Falls, wie schon gesagt, irgendeine Änderung eingetreten ist, möchte ich gern alles nochmal anschauen. Das unten geht nicht auf. Ist gerade... Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, ist die Tür einfach durch den Sessel gegangen. Okay, das Buch und so kann ich nicht haben. Das, denke ich mal, wird gleich umfallen. Weil Telefon! Ich möchte erst gucken, bevor ich rangehe. Nicht, dass wir irgendwas... Licht an. Irgendwas verpassen. Kann ich das haben? Nein, was auch immer es ist. Okay. Die Ratte ist verschwunden. Aha. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des Durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen... Okay, also haben wir das selber sogar vielleicht gemalt? Kann ich das wirklich nicht haben? Mann, es reflektiert zwar wunderschön, aber ich kann es nicht haben. Geh auf. Warum? Warum? Warum geht's nicht auf? Okay. Jetzt geht's. Aber es sind nur Flaschen. Okay. Hier klingelt es irgendwo. Hm, dieses Buch. Moment, bevor wir an das klingelnde Buch rangehen. 363. Wie es nach unten guckt. Da ist die Zahl. Nimm sie. 363, merken wir uns mal, wofür auch immer. Vielleicht müssen wir das gleich anrufen. Oh, ein auffälliges Buch. Okay, wir müssen... Also alle Bücher finden, wollte ich gerade sagen. Anscheinend doch nicht. Talk to me. Why won't you talk to me? Okay. Was ist genau passiert? Sind die Bücher rausgefallen? Oder lagen die erst schon da? Ich habe nicht aufgepasst.
Ist hier noch so ein dezent auffälliges Buch? Talk to me. Wo soll ich hier 363 hingeben? Ich komme hier nicht durch. Kann ich mit dir irgendwas machen? Interagieren? Nein. 363. Kann ich am Telefon wählen? Aber ich habe doch gerade versucht, es an... Okay, ich kann am Telefon wählen. 3... 6, 3. Okay. Das Klavier und so, das sehe ich erst jetzt. Und dass die Schränke, die aufgehen. Du sagst immer noch 363. Okay. Da ist ein Gang oder sowas. Moment, Moment, Moment. Hier ist doch... nichts Neues, ne? Es klingt immer noch so, als würde es hier klingeln, aber ich glaube, das ist dort oben in dem Gang. Irgendwo. Okay. Kann ich... Nee. Ich muss hier noch was triggern. Oh! Hui. Ach, das ist ein Erdbeben. Ich habe gedacht, ich habe jetzt hier irgendwelches Texturflimmern oder so. Also kein Erdbeben, sondern ein Wackeln von dem Gang hier gerade. Wow, hier muss man schwindelfrei sein. Okay. Okay, es wackelt wieder. Okay, man kann offensichtlich runterfallen. Dessen war ich mir nicht bewusst. Habe ich gerade durch meine Unfähigkeit und... Oh, hallo. Und meine unfassbare Grobmotorik, wollte ich noch sagen. Das verkackt, ich hoffe doch nicht. Oder ist das wieder nur ein Todesraum? Haben wir jetzt wieder? Tatsächlich. Na komm schon. Okay, wenigstens kommen wir hier gleich weiter. Das heißt, ich muss aufpassen, weil ich sonst runterfalle. Aber ich finde es mega cool, dass die sich die Mühe gemacht haben, die Entwickler, huch, ziehen, nicht drücken, den Todesraum zu verändern. Was ist das denn? Warum sieht das so anders aus? Ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass sich das wiederholt von erst gerade. Boah, ist das hell. Furchtbar. Wie soll ich denn das machen? Was? Okay, ich soll offensichtlich hier runter, oder? Wow, wow, wow. Nicht runterfallen? Ah, hier. You promised. Okay, ich muss eine neue Nummer wählen. Wieder 363?
Ich sitze hier teilweise nur mit offenem Mund. Was? Ist das 853? Wir versuchen mal 853. 8. 5. 3. Huh. 853. Okay, dort fahren wir gerade. Was zur Hölle? Solves nothing. It never has. It never will. Was? Da ist was. Hi. 3354. Ich habe Angst runterzufallen. 354. 354. War das falsch? Nein, war es offensichtlich nicht. Wow. Wie krass mich das aus irgendeinem Grund an Silent Hill erinnert. Ich glaube, es sind einfach nur die Ketten und sowas. Okay. Dann einfach mal durch. Ja. Und jetzt? Okay. Muss ich springen? Muss ich wieder zurück? Ich gehe erstmal wieder zurück. Oder vielleicht. Wow. Rausgerissen. Wie sah das Gemälde ursprünglich aus? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss dann die ersten Folgen nochmal reingucken und hier. You deserve this. All of it. All of it. All of it. I needed something to add the. How should I put it? Final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Was ist das für ein Finger? Es ist auf jeden Fall ein älterer. Entweder eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann. Aber... haben wir jetzt uns den eigenen Finger abgehackt? Oder haben wir den von unserer Frau genommen? Ich meine, ich traue ihm beides zu, ne? Deshalb... okay. Hier ist auch... dieses Fingersymbol hier rechts unten im Bildschirm. Hier unten eine Zeichnung, oder? Vielleicht auch keine Zeichnung. Sah vielleicht nur so aus. Also das da auf dem Boden, dachte ich ursprünglich. Aber dann doch nicht. Okay, Schubfächer kann ich nicht öffnen. Ich habe schon ewig keine Zeichnung mehr gefunden. Ich habe bestimmt viele verpasst. Na gut, dann gehen wir mal und fügen das. Trial and Error? Okay.
Hier sind doch wieder nur unsere Pinsel und so drin, ne? Okay, zerbrochene Flaschen, das Buch. Spiegel. Das kennen wir ja alles schon so ähnlich zumindest. Okay, da ist nichts drin. Die verschiedenen Zutaten kennen wir ebenso. Und hier geht... Doch, hier geht was auf. Komm her. Aber nichts in der Schublade drin. Okay. Dann bin ich eigentlich... Moment, dieser Zettel hier, den wollen wir uns noch anschauen. Ich habe dich gehasst, selbst jetzt. Du musst es spüren. Verloren, alleine, hoffnungslos. Endlich verstanden. Du wirst immer den Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg. Beende es. Ich frage mich, was das für ein Brief ist. Hat sie ihn geschrieben? Hat er ihn geschrieben? Können wir uns noch mal kurz die Schrift angucken? Also ich bin ja auch weiblich und habe eine mega schlechte Schrift. Aber die sieht so... Hier anhand dieser, ich sag mal, Wellenlinien und anhand der Art, wie es geschrieben ist, sieht es aus wie mit zitternder Hand. Eventuell mit einer Hand, die keinen Finger mehr hat. Also ich kann mir vorstellen... Gerade dieses Finish It, das klingt nach ihm irgendwie. Also, dass er sich selber diese Worte gesetzt hat. Aber setzen wir doch jetzt mal, wenn wir gerade dabei sind, diesen Finger jetzt hier ein. Das wird tatsächlich sie. Und sie wird... hübscher oder menschlich ansehnlicher, sage ich jetzt mal. Nicht mehr dieser Zombie. Obwohl das mega böse ist, denn sie hat ja die Verletzung. Ich glaube, das wird sie, wie sie ursprünglich aussah. Und damit haben wir den Finger. Puh, das war... Das war eine Folge. Oh mein Gott, ich habe eine Viertelstunde überzogen. Oh je. Aber liebe Leute, das ist vielleicht so ein kleiner Ausgleich dafür, dass am Wochenende und so nicht unbedingt Folgen kommen werden. Eventuell fällt sogar der Freitag aus. Ich weiß es nicht genau. Ich habe noch mega viel zu tun, bevor ich dann am Wochenende weg bin, sage ich mal. Deshalb, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich werde es vielleicht später irgendwie nochmal verraten, was dort alles passiert ist. Aber... Für heute würde ich sagen, legen wir uns mal ruhig zur Ruhe ins Bett und genießen, dass Layers of Fear eine kleine Pause hat. Zumindest bis Montag. Danach geht es auf jeden Fall weiter, denn ich will unbedingt wissen, wie es ausgeht. Und wie wir hier in diesem tollen Schrank sehen, fehlt uns auch nur noch eine Zutat zum perfekten Bild. Und ich bin mega gespannt, wie dieses Spiel ausgeht. Ich finde es wirklich echt richtig, richtig gut. Ich finde, der Gruselfaktor... hält sich so ein bisschen in Grenzen. Also es baut sehr viel auf Jumpscares auf, und aber dafür ist es atmosphärisch sehr, sehr stark dabei. Und außerdem, die Story an sich ist wunderbar erzählt, finde ich. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wenn ich nicht unbedingt den harten Gruselfaktor selbst persönlich spüre. Klar, erschreckt man sich bei Jumpscares, aber das ist, weil sich jeder bei Jumpscares erschreckt. Wie dem auch sei, ich freue mich darauf, die nächste Episode dann mit euch genießen zu können. Und ich sag mal, schönes Wochenende, falls es ausfällt. Falls nicht, kommen dann noch Folgen. Aber schönes Wochenende und bis spätestens Montag. Mit einer neuen Runde Layers of Fear. Bis dann. Tschüss.